Festumzug durch Ahrensdorf, das in diesem Jahr 777 Jahre alt wird. Ganz vorn mit dabei ist auch Ortsvorsteher Jens Willigaller im alten Gewand. 777 Jahre ist es ja, als Siedler aus dem Rheinland, aus den Flamen, aus den Seeländern in diese Gegend kamen, um für sich und ihre Familien eine neue Zukunft aufzubauen. Das konnten sie nur gemeinsam und dieser Gedanke der Gemeinsamkeit hat Ahrensdorf bis in die heutige Zeit getragen. Das ist der Grund, warum wir heute feiern wollen, und zwar mit einer ganzen Festwoche. Wir haben gestartet mit einem feierlichen Regionalfestgottesdienst und haben heute hier das feierliche Abschlussereignis mit Festumzug. Ahrensdorf wurde 1242 erstmals urkundlich erwähnt. Wie das Dorf zu seinem Namen kam, kann heute zwar niemand ganz genau sagen, aber es gibt naheliegende Deutungen. In den Gegenden, wo die Siedler herkamen, gab es keine Zukunftsperspektive. Überbevölkerung, soziale Aufstiegschancen, die fehlten. Und hier war eine Ansiedlung über das Kloster Lenin, ganz gezielt, war eine im Rahmen der Ostkolonialisierung mit Vorsteher. Und der wird wahrscheinlich geheißen haben Arnold. Arnoldstorp ist so die ursprüngliche Erwähnung in der Urkunde. Der Festumzug führt an der spätmittelalterlichen Feldsteinkirche vorbei. Um 1400 wurde sie errichtet und ist noch heute zentraler Treffpunkt. Die Kirche wird von den Ahrensdorfern sehr gut angenommen. Man trifft sich dort, zum Beispiel auch in dieser Woche hat man im Chor gesungen. Der klingende Pfarrgarten war sehr gut besucht und Veranstaltungen dieser Art für Jung und Alt werden auch da zentral ausgeführt. Also 1326 Jahre sitzen hier auf Waren und unser Ort ist der 777. Ursula Walter ist die zweitälteste von insgesamt rund 1000 Ahrensdorfern. Sie wurde im Juni 1924 hier geboren und wollte nie weg. Neulich bin ich erst, wo ich durchgefahren bin, mal hier mit einem von meinen Söhnen. Da habe ich gedacht, ach, ist doch schön, unser Dorf ist doch schön. Schön ordentlich, sauber. Und das ist schon ein ganz großer Plus. Die 95-Jährige nimmt am Dorfleben teil und ist froh, dass der Gemeinschaftssinn hier nie verloren gegangen ist. Also früher, da hat einer wirklich den anderen geholfen. Und wenn hast du nicht, kannst du mir. Und so war das. Und jetzt fangen die Jungen auch schon wieder, kannst du mir nicht mal helfen. Und das finde ich so schön. Den Jugendclub zum Beispiel gibt es schon seit 55 Jahren. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Es wird immer weitergemacht, sodass die Leute immer wieder frisch angelernt werden, dass die Älteren langsam sich zur Ruhe setzen können. Und das ist auch immer ganz gut. Wir haben hier viele andere Vereine, wir treffen uns meistens freitags oder so, setzen uns zusammen, trinken gemütlich ein Bier, kommen von der Feuerwehr, kommen vom Handballtraining, also es passt schon. Und wie soll es denn weitergehen? Naja, also irgendwann soll meine Generation das übernehmen, ich bin die Jüngste. Ja. Und ich muss jetzt erstmal die anderen noch ins Boot kriegen. So soll es weitergehen. Jeder kennt jeden und alle können eigentlich gut miteinander und das ist halt das Schöne hier. Der Gemeinschaftsgedanke führt dazu, dass wir hier eine wirklich sehr starke Vereinsstruktur haben. Wir haben einen sehr starken Handballverein, wir haben Seniorenvereine, Sportgruppen, Kunst und Kultur wird hier auch im Dorfgemeinschaftshaus hier noch zunehmend stattfinden. Wir sind herzlich, wir sind offen, wir sind in diesen Tagen 1000 Ahrensdorfer geworden. Sieben Kanonenschüsse für engagierte Bürger. Martina Borgwardt ist eine von ihnen. Sie war von 1989 bis 2015 Ortsvorsteherin von Ahrensdorf und hebt die gute Verkehrsanbindung hervor. Diese sei besonders für Pendler wichtig. Der Plusbus verkehrt hier stündlich und das ist ein riesengroßer Vorteil für uns geworden. Wir fahren gerade mal 20 Minuten bis zum Hauptbahnhof nach Potsdam und umgekehrt nach Ludwigsfelde zum Bahnhof in 10 Minuten. Auch
Auch über das Radwegenetz sei Ahrensdorf gut angebunden, findet Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel. Und er findet auch, dass sich ein Ausflug in den Ludwigsfelder Ortsteil immer lohnt. Ahrensdorf ist für uns einer unserer wichtigen, wirklich wichtigen Ortsteile geworden, der aber eine Besonderheit hat. Er hat eine sehr starke eigene Identität. Das wird in Ahrensdorf sehr aktiv gelebt. Das ist aber auch gut für die Menschen, die hier leben. Die Menschen müssen immer wissen, wo sie zu Hause sind. Und die Ahrensdorfer sagen, wir sind in Ahrensdorf zu Hause. Genauso wie vielleicht die Kerzendorfer sagen, wir sind in Kerzendorf zu Hause. Aber in Ahrensdorf wird dieses sehr stark auch gepflegt. Wir erleben es an der Feuerwehr, wir erleben es an dem Vereinsleben. Und es ist was Gutes, wenn ein Ortsteil für sich auch sagt, wir sind zwar in einem großen Gemeindeverbund und einer großen Gemeinde mit eingebunden, aber wir haben einen eigenen starken Charakter. 777 Jahre Ahrensdorf. Die Einwohner schauen zuversichtlich in die Zukunft. Sie freuen sich über Zuwachs und werben sogar dafür. Sehr familienfreundlich ist ja alles und jeder, der sich einbringt in der Gemeinschaft, ist hier herzlich willkommen.